haben sie einen Großkauz in der Firma, der ganz oben sitzt und immer macht, was er will. Er glaubt, er wäre ein Gottkönig. Schau es mir. Robert, entschuldige. Schau es nicht mies an, ne? Das ist eine echte Frechheit. Wir reden von Flavio Briatore. Versuche es einen Vergleich zu ziehen. Mit Flavio ist es Schluss. Ich wollte Ihnen nur sagen, Sie müssen nicht ewig ausharren. Das Schicksal mag hin und wieder doch auch gerecht zulangen. Also geduldet ihn noch ein bisschen, ne? Sandra. Rauswurf für Flavio Briatore. Wir haben gestern ausführlich untertags berichtet, der Betrug von Singapur ist ihm zum Verhängnis geworden. Arrivederci Flavio, oder wie Niki Lauda sagen würde. Wiedersehen.